Was sind Praxisprojekte und wer ist die Jury des WTT Young Leader Awards? Der Fachbereich Wirtschaft der FHS St. Gallen ist schweizweit führend in der Praxisorientierung. Die Studierenden sitzen nicht nur im Unterricht. Ein Fünftel des Studiums steht zur Verfügung, um die Theorie fortlaufend im Markt anzuwenden. Das ist einzigartig. In Praxisprojekten realisieren die Studierenden in Teams oder als Einzelarbeit entgeltliche Aufträge für Unternehmen und Organisationen. Unternehmensanalysen, sprich Gutachten mit Situations- und Ausblickanalysen. Marktforschungen, sprich Marktanalysen, Kundenbefragungen, Produkt- und Dienstleistungsevaluationen. Managementkonzeptionen, sprich Businesspläne, Marketingkonzepte, Finanzmodelle oder Softwarekonzepte. Und dies nicht nur in der Schweiz. Dank Partneruniversitäten in China und den USA sind international zusammengesetzte Teams auch in den Märkten vor Ort im Einsatz. Die Teams investieren während 4 Monaten rund 800 Arbeitsstunden. Unsere Dozenten coachen die Teams als Fachexperten mit 50 Stunden und mehr. Die Praxisprojekte sind wissenschaftlich fundiert, methodisch basiert, im Kontakt mit den Auftraggebenden erarbeitet und direkt umsetzbar. Die Wissenstransferstelle WTT-FHS, geleitet von Professor Peter Müller, ist für die rund 100 Gruppenprojekte und 150 Einzelarbeiten pro Jahr verantwortlich und organisiert den WTT Young Leader Award. Für diesen haben sich dieses Jahr 45 Teamarbeiten qualifiziert in den Disziplinen Marktforschung und Managementkonzeption. Je 3 hat eine hochkarätige Jury mit Führungskräften aus Wirtschaft und Wissenschaft für den WTT Young Leader Award nominiert. Die Kriterien sind Projektzielerreichung, analytische und konzeptionelle Fundierung, Anwendbarkeit und Wirksamkeit, Innovation und Raffinesse, Management Summary. Die Jury entscheidet unabhängig und neutral. Und das ist die Jury des WTT Young Leader Awards 2019. Christoph Oswald, Head of Human Resources, Bühler AG Utzwil. Thomas Haring, COO, CFO, Leica Geosystems AG, Herbruck. Klaus Bramatz, CEO, Bauwerk Bohengrub St. Margrethen. René Frey, Leiter Direktion Personelles, Genossenschaft Migros Ostschweiz, Gossau. Bruno Rees, Partner PwC St. Gallen. Professor Dr. Sebastian Würwag, Rektor FHS St. Gallen. Professor Dr. Sibylle Minder-Hochreutner, Leiterin Fachbereich Wirtschaft FHS St. Gallen. Und nun sind wir gespannt. Wie hat die Jury entschieden?